Herzlich willkommen an alle, die hier diesen Podcast Tee mit Salz hören, zu unserer vierten Episode mittlerweile. Und zwar beschäftigen wir, also Isabella und ich, uns mit dem Thema, warum sind wir Menschen hier? Das knüpft jetzt halt irgendwie total an der letzten Folge an, deshalb war das sehr passend. Und genau, hast du was zu sagen? Ja, also wir haben uns ja mit dem Thema eigentlich mit der Sinnfrage beschäftigt, warum wir hier sind. Und generell als erstes ist mir halt das eingefallen, dass viele Menschen einen sinnvollen Beruf haben wollen. Sie wollen ihrem Leben mehr Sinn geben mit etwas Gutem. Also dass sie in den Sozialberuf gehen und Menschen helfen. Und ich habe halt das Gefühl, der Mensch hat halt schon irgendwie ein Helfersyndrom, aber das findet er halt irgendwie sinnvoll. Wir wollen immer Menschen helfen, obwohl jetzt ein Sozialberuf nicht wirklich gewinnbringend ist und eigentlich für die Wirtschaft total sinnlos ist. Aber wir Menschen empfinden es halt als sehr, sehr sinnvoll, einander zu helfen. Und ich glaube, das knüpft halt sehr an Gottes Gebote an und generell an die Moralwerte. Ja, also ich finde diese Frage, warum sind wir Menschen hier, beschäftigt sich irgendwie mit so zwei Dingen. Weil einmal geht es darum, welchen Zweck haben wir Menschen hier überhaupt auf der Erde? Und dann geht es halt darum, wieso hat uns Gott überhaupt auf die Erde gesetzt, beziehungsweise sich überhaupt dazu entschieden, uns zu schaffen. Und deshalb ist es schon sehr spannend, wenn man über Sinn spricht. Und ich glaube, wir beide können da auch sehr viel über Sozialberufe einfach sagen, weil wir ja beide in diesen Sphären tätig sind. Aber ich glaube, schwierig wird es halt für die Personen, die mit Sozialberufen nicht viel am Hut haben. Ja, aber ich glaube, dass Menschen jetzt zum Beispiel, also viele Menschen im Tourismus, die sehen sich halt zum Beispiel mal den Sozialberuf an im Pflegeheim und was man da alles arbeitet. Und viele sagen dann, das gefällt denen und sie finden Sinn darin, anderen zu helfen. Und die überlegen sich halt dann, dass sie sich umschulen lassen, weil die einfach mehr Sinn haben wollen, weil die halt in ihren alten Berufen nicht viel Sinn gesehen haben. Ja, also was ich auch immer mitbekomme, ist, dass Menschen, die jetzt nicht in Sozialberufen drin sind, wenn die Arbeitsbedingungen nicht mehr gut sind, haben sie erst recht keinen Ansporn mehr weiterzumachen, weil die Arbeit an sich ja zwar irgendwie einen wirtschaftlichen Faktor hat, aber jetzt einen persönlich gar nicht bereichert. Ja, und ich glaube, dass Geld gar nicht so das Ausschlaggebende dann ist, für die, dass die da weiterarbeiten. Ja. Generell denke ich halt, ist auch ein Sinn, dass Gott halt irgendwie ein Ebenbild haben wollte, also wie es in der Bibel steht, Gott hat uns als Ebenbild geschaffen. Mhm. Und dass er einfach praktisch so eine Art Familie hat, mit denen er einfach Zeit verbringen kann. Ich glaube, dass Gott das ganz wichtig ist. Das ist wie bei einer Familie, weil eine Familie ist auch füreinander da. Und auch wenn viele verschieden sind und man sich nicht immer versteht oder so, aber eine Familie ist halt voll essentiell und gibt einem viel Kraft und viel Sinn, finde ich. Ja, und jetzt um auch quasi den Punkt mit Gottes Schöpfung und der Arbeitswelt zu verknüpfen, ist es ja auch einfach so, dass Gott die Menschen von Anfang an geschaffen hat, dass sie in seinem Ebenbild quasi arbeiten und auch in gewisser Weise schöpfen. Also schöpfen jetzt nicht im Sinne von, dass wir neue Sachen erschaffen aus dem Nichts, aber schöpfen im Sinne von, dass wir Felder beackern, kann man das so sagen? Und ja, stimmt. Dass wir Häuser bauen, dass wir ja die Welt einfach auch irgendwie verändern und nutzen. Und gut, wenn Gott halt jetzt keine Menschen auf die Welt gesetzt hätte, dann hätte man Tiere und natürlich gäbe es ein Ökosystem und das hätte sich verändert und Dinge, also eine Pflanze wäre gewachsen, eine Pflanze würde von einem Tier gegessen werden und so, aber es würde sich ja im Großen und Ganzen nur alles sehr natürlich verändern und jetzt nicht durch irgendeinen richtigen Eingriff, weil naja, die wenigsten Tiere bebauen richtig was, also vielleicht Bienen und Ameisen, aber das ist, oder jetzt keine Ahnung, ein Biber, aber die machen das ja in so einem recht kleinen Ausmaß und nicht so groß, wie das ein Mensch macht. Ja, stimmt. Und ich glaube, es gibt ja irgendwo ein Bibelvers und er fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber vielleicht können wir den dann ja einblenden. Gott hat uns ja, wie du sagtest, die Erde gegeben, um sie zu bewirtschaften und ich glaube, Gott freut sich auch darüber, wenn wir irgendwas kreieren, weil wir freuen uns ja auch, wenn wir irgendwas kreieren. Mhm. Und demnach, dass wir Gottes Schöpfung sind, dann freut er sich da, glaube ich, auch mit. Und es gibt uns ja dann irgendwie Sinn, weil wir, wenn wir was schaffen, dann sind wir vielleicht in einem gewissen Maß stolz, dass wir das gemacht haben und fühlen uns auch besser. Ja, und da muss ich an was denken. Ich hatte bei einem christlichen Musiker in seinem Wohnzimmer oder so eine kleine Tafel gesehen und da stand drauf, und das habe ich mir dann auch aufgeschrieben, das ist wirklich so ein bisschen zu meinem kleinen persönlichen Motto geworden. Und zwar stand da Created to Create, also geschaffen, um zu schaffen. Und ich finde, das zeigt halt auch ein bisschen
aus welchem Sinn wir hier überhaupt sind. Also, dass Gott ja jetzt nicht einfach Roboter wollte oder weitere Tiere, die jetzt irgendwie ihr Leben leben, aber nichts Großes verändern, sondern er wollte wirklich Lebewesen, also die Menschen, die einfach das, was sie haben, weiterentwickeln werden. Und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen, halt vor allem, die jetzt auch in sich irgendwie mit Kunst, Musik oder sonst was Ähnlichem beschäftigen, haben ja auch immer diesen Ansporn, was zu schaffen. Sonst gäbe es ja auch gar nicht irgendwie technischen Fortschritt. Es gäbe nicht technischen Fortschritt und Architektur würde sich nicht ändern. Wir hätten keine Städte. Also ich glaube, der Mensch hat von vornherein einfach auch das Bedürfnis, was zu erschaffen. Und das spiegelt einfach sehr schön wider, dass wir in Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Also dass es auch sehr stark um Charakteristika geht und nicht nur um das bloße Äußere. Genau, dass wir nicht nur im Ebenbild so ausschauen, sondern dass wir auch vom Charakter sind. Ja, und vor allem ist halt das, dass wir den freien Willen haben und dadurch halt Gott uns viele Möglichkeiten gegeben hat, die Engel zum Beispiel nicht haben. Ja, weil ich sehe Engel sehr oft auch ein bisschen so als die Dienstleister Gottes. Sie machen halt immer direkt das, was Gott ihnen sagt. Und dann da hast du halt die Engel, die irgendwie auf den Garten Eden bewacht haben. Du hast Engel, die Boten sind. Du hast Engel, die irgendwas kämpfen müssen oder sonst was. Und das machen die alles im Auftrag Gottes. Aber wir Menschen haben da ja schon unseren sehr eigenen Willen. Und es ist wünschenswert, dass wir Dinge für Gott machen oder auch im Namen Gottes. Aber ich glaube, Gott findet das sehr in Ordnung, dass wir in diesem Thema einen Spielraum haben und nicht zwingend immer das machen müssen, was er uns jetzt aufgetragen hat, sondern dass wir jetzt meinetwegen ein Haus bauen können, einfach nur, weil wir dieses Haus bauen wollen. Mhm. Ja, genau. Und sonst eben finde ich auch, dass wir auch einen Sinn in der Anbetung zu Gott finden. Also nicht so wie bei den Engeln. Also das ist ja auch dann wieder eher ein Auftrag, glaube ich. Und weil Gott halt so heilig ist, dass wir ihn anbeten. Aber wir Menschen haben die freie Entscheidung, ob wir Gott diese Ehrerbietung geben wollen oder nicht. Ja. Und das ist halt auch, es zeigt halt auch unsere Liebe, ob wir Gott lieben oder nicht. Ich glaube halt, dass Gott dadurch unsere Liebe dann sieht auch wirklich. Von den Engeln weiß ich nicht, inwiefern die lieben können jetzt. Ja, also ich glaube schon, dass die Engel sehr stark lieben können und das auch zeigen. Aber da gibt es halt einfach einen großen Unterschied, weil die Engel sind eben nicht im Ebenbild Gottes geschaffen. Also sie haben halt irgendwie klare Aufgaben und auch wenn es ums Optische geht, gibt es ja verschiedene Engel. Also es gibt Engel, die haben sehr, sehr viele Flügel oder sehr, sehr viele Augen und oder es gibt ja diesen Engel, der irgendwie aus Rädern und so besteht. Und bei uns Menschen gibt es zwar irgendwie schon Variationen im Aussehen, also, aber es ist ja nicht so, dass jetzt ein Mensch irgendwie zwei Arme hat und der nächste sechs und das... Ja. Also, okay. Wir sind da schon alle sehr genormt irgendwie. Aber ich glaube, das ist halt auch ein bisschen so ein Grund, wieso Gott nicht erst die Engel erschaffen hat und sich dann gedacht hat, okay, gut, das reicht mir ja jetzt erstmal. Ich habe ja genug Lebewesen, von denen ich Liebe bekommen kann, sondern und Liebe vor allem auch abgeben kann. Weil, naja, gut, wenn Gott Liebe ist, dann muss er diese Liebe ja auch abgeben. Sonst Liebe an sich bringt dir erstmal nichts, wenn du nichts zum Lieben hast. Aber ja. Wenn man dann denkt, dass Gott die Engel lieben kann, dann muss es halt schon einen sehr großen Unterschied zwischen uns und den Engeln geben. Und ich glaube, das ist halt genau dieses, dass wir seinem Ebenbild gleichen und dass wir seiner Natur auch einfach gleichen. Mhm. Also nicht, dass ich gerade versuche, uns auf eine Ebene mit Gott zu stellen, aber wir haben halt ein Verhältnis in der Schöpfung zu Gott, was die Engel einfach nicht haben, weil sie nicht nach seinem Ebenbild beschaffen wurden. Genau, genauso wenig wie die Tiere und Gott, ja. Die Tiere auch. Ja, da muss ich immer an dieses Beispiel aus Jona denken. Darüber hatten wir mal gesprochen, als du das Buch von Jona gelesen hattest, wo Gott zu Jona gesagt hat, und du hättest es sogar okay gefunden, wenn die Tiere dort gestorben wären. Ja, genau, stimmt dabei. Mhm. Es ist ja auch so, ganz oft, jetzt haben wir irgendwie schon geklärt, wieso wir Menschen da sind, aber was ich auch ganz oft selbst von Christen höre, ist halt, dass sie ja irgendwie fragen, ja, es ist schön und Gott, das, schön und gut, dass Gott uns... Schön und Gott. dass Gott uns lieben möchte und uns dafür irgendwie erschaffen hat und weil wir irgendwie
irgendwie einen Sinn und Zweck haben und so. Aber ganz oft höre ich es, dass die Menschen dann sagen, naja, aber Gott ist ja allwissend. Wieso erschafft er uns, wenn er ganz genau weiß, dass es den Sündenfall geben wird und dass es dann gar nicht so einfach wird mit den Menschen quasi. Und da hattest du in unserer Vorbereitung voll das schöne Zitat gesagt. Das möchte ich vorlesen. Und zwar hast du gesagt, Gott scheut sich nicht, Risiken einzugehen. Ja, ich glaube halt, dass Gott halt alles im Griff hat. Im Grunde hat Gott alles im Griff und sofort, wie das mit der Sünde passiert ist, hat er ja auch einen Rettungsplan gehabt. Wir Menschen gehen halt immer davon aus, dass alles sofort passieren muss. Und ja, aber Gott denkt ja nicht so, dass immer alles jetzt gleich sein muss, sondern er hat halt über die Jahre dann den Plan erfüllt und alles hatte seine Zeit. Ja, und vor allem glaube ich, dass wir Menschen uns sehr leicht an einzelnen schlechten und bösen Dingen aufhalten lassen, aber nicht das finale Gute sehen, weil das ist ja auch sehr oft mit dem Tod so, dass wir uns denken, oh nein, dieser Mensch ist gestorben, aber in dem Moment, sofern das eine gerettete Person war, geht es ihr doch viel, viel besser. Also es ist ja nicht so, dass sie was verloren hat, sondern sie hat erst erhalten. Ja, das empfinde ich auch so. Natürlich ist es voll traurig. Mhm. Und auch Jesus hat getrauert, als er Lazarus starb. Ja. Aber im Grunde geht es ihm ja dann besser. Und ich glaube, das ist halt einfach, weil man sich traurig fühlt, die Person dann so lange nicht mehr sehen zu können, bis man halt selber stirbt. Ja, aber, und da hast du ja von dem Beispiel gesprochen, es gibt Menschen, die halt nicht damit einverstanden sind, dass Gott uns erschaffen hat, beziehungsweise dass dieser spezielle Mensch existiert. Ja, ich habe da mal von einem Artikel gelesen, das ist schon länger her, aber es ist mir halt im Kopf geblieben, weil das eigentlich voll arg. Der hat einfach seine Eltern verklagt, also ein Inder, ich glaube 27 Jahre habe ich gelesen, war der alt und der hat seine Eltern verklagt, weil die ihn geboren haben. Und jetzt gibt es da vereinzelt noch so Fälle, wo einfach die Menschen oder die Söhne und Töchter halt versucht haben, ihre Eltern zu verklagen, weil die waren ja nicht damit einverstanden, dass sie geboren wurden. Die haben ihr Einverständnis nicht gegeben. Und natürlich ist da, was ich weiß, nichts wirklich ans Gericht gekommen, aber sie haben es halt versucht und es ist schon arg. Ja, aber ich glaube, da versuchen halt auch wieder einzelne Menschen ihren eigenen Willen über den von, jetzt in dem speziellen Fall, über den Willen ihrer Eltern zu stellen, aber im Großen und Ganzen ja auch über den Willen von Gott. Und ich finde, das ist ja auch immer eines der Argumente, die im Thema Abtreibung und so verwendet werden, dass es ja darum geht, dass die Frau ja in dem Moment, also es geht um den Willen der Frau und wenn sie das Kind nicht möchte, dann kann sie es auch abtreiben. Aber wenn das Kind dann im Nachhinein in der Lage wäre, die Mutter zu verklagen, weil es zum Beispiel nicht geboren werden will, dann sollte das Kind ja auch, das nicht geborene Kind, in der Lage sein, die Mutter zu verklagen, weil es abgetrieben wurde. Ja. Also weil die Mutter kann ja nicht wissen, ob das Kind nicht vielleicht unbedingt geboren werden will. Und ne, dieser Rückschluss geht ja darauf zurück, dass die Pro-Choicer davon ausgehen, dass ein nicht geborenes Kind quasi auch noch keinen Willen haben kann und auch kein richtiges, keine Seele und kein Leben und so hat. Also Leben schon, es ist ja schon ein lebender Organismus, aber sie sprechen dieses Menschsein dem Kind total ab, bis es quasi darum geht, dass es nur noch um den Willen der Frau geht und nicht um den Willen des zukünftigen Kindes. Ja, und deswegen ist es eigentlich so erstaunlich, dass er halt, wer versucht hat, seine Eltern zu verklagen, weil er geboren wurde. Ja, aber wenigstens, wie du sagtest, es gibt ja noch genug Menschenverstand, das ging nicht vor Gericht. Verrückt. Ja, das Thema, wieso wir Menschen hier sind, ist halt irgendwie schon ein sehr großes Thema und ich finde, es gibt auch nicht so die ganz klare Antwort in der Bibel. Also wir haben ja auch versucht, vorhin ein bisschen zu recherchieren, ob es vielleicht so einen eindeutigen Bibelvers gibt und vielleicht gibt es den auch, aber zumindest habe ich ihn jetzt spontan einfach nicht gefunden. Und falls ihr ihn kennt, ihr als Zuhörer, könnt ihr ihn natürlich gerne in die Kommentare posten, aber ich habe das Gefühl, es gibt einfach nicht so die ganz konkrete Antwort in diesem einen ganz konkreten Vers, der sagt, wieso wir Menschen eigentlich hier sind. Und deshalb ist es ein gutes Diskussionsthema, wirklich. Das sind jetzt alles einfach nur so unsere Gedanken. Und mir fällt jetzt noch spontan was ein. Generell, wenn es jemandem gut geht, dann sagt er, dass er halt voll gern lebt. Und dann, wenn jetzt wer depressiv ist, dann fragt er den so, warum findest du das Leben nicht schön? Das Leben ist doch so schön und alles. Und der sieht halt alles anders, der halt gerade glücklich ist und so. Und der findet das Leben voll gut und der lebt gerne. Und da fühlt man sich einfach gut. Aber jetzt so eine depressive Person zum Beispiel, der sieht einfach gar keinen Sinn und so. Mhm. Je nachdem, wie man sich fühlt, da sieht man dann auch Sinn drin. Und eigentlich sollte es uns ja gut gehen. Also wenn wir im Paradies leben würden, dann würde es uns ja voll gut gehen. Da würden wir gerne leben und alles so. Ja. Aber in dieser Welt gibt es halt viele Menschen, denen es nicht so gut geht. Viele Armut und viele hungernde Menschen. Und ich glaube, viele Hoffnungslosigkeit auf jeden
jeden Fall. Und dann ist halt der Sinn auch für die Menschen nicht so da, weil die halt keinen Sinn dann sehen. Aber denen, denen es gut geht, die haben viel Sinn zu leben. Ja, ich glaube, was du halt auch vor allem jetzt ansprichst, ist, dass das Leben subjektiv für die Menschen immer nur so lange lebenswert ist, solange es einem gut geht. Und was natürlich ja auch ein bisschen erklärt, wieso Menschen Suizid begehen, weil sie würden sich ja nicht selbst umbringen, wenn es ihnen perfekt geht und alles ist gut und überall wachsen Blümchen und Regenbogen und Glitzer. Also für uns Menschen ist das Leben nur so lange lebenswert und sinnvoll, solange wir irgendwie hier Glück finden können. Und wie gesagt, wir denken ja nicht an dieses größere Bild davon, dass jetziges Böse schlussendlich zu Glück führen kann, beziehungsweise zu Freude und dem Guten. Und deshalb finde ich die gesamte Ostergeschichte auch einfach so wichtig, weil durch das Leiden von Jesu kam ja die Rettung. Und das ist das perfekte Beispiel auch einfach dafür, dass aus schlechten Ereignissen was sehr, sehr Gutes folgen kann. Und ich glaube, es gibt ja auch in der Bibel einen Vers darüber, dass ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Es gibt in der Bibel ja auch irgendwo einen Vers darüber, dass Gold ja auch erstmal mit Feuer gereinigt werden muss. Und deshalb, ich glaube, Menschen würden sich die Frage, warum wir Menschen hier sind, nicht stellen, wenn wir nichts Schlechtes hätten. Aber das hängt alles so eng miteinander zusammen. Ich glaube, wenn wir hier schon ein Paradies auf Erden hätten, würden sich die Menschen wahrscheinlich auch gar nicht nach dem Sinn fragen, wieso sie überhaupt hier sind, weil, naja, alles wäre ja gut. Ja, stimmt. Das stimmt. Das ist voll wahr. Nee, aber das knüpft halt auch an, warum mir Gott Leid zulässt und so. Aber es ist halt, ich finde halt immer, man vergisst oder viele wissen dann nicht, was eigentlich am Anfang im Paradies passiert ist. Also es gab ja den Sündenfall und ja, ich meine, es geht jetzt ums Thema, warum Gott Leid zulässt. Aber demnach, dass die Sünde passiert ist, ist halt leider nicht alles mehr perfekt. Das hat uns Gott ja auch gesagt. Ja. Und wenn es uns immer nur gut ging, wie du sagst, dann wäre eh alles prima. Dann wäre ja der Sinn auch stimmt, wäre das voll egal. Ja. Ja, gut. Ich glaube, wir haben ganz erfolgreich über dieses Thema gesprochen. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben auch über alles gesprochen, was wir uns aufgeschrieben haben. Gut, also ja, es ist wirklich ein Diskussionsthema. Ich glaube, hier gibt es nicht so die klare Antwort, aber dennoch war es einfach sehr schön, dass ihr uns zugehört habt. Und irgendwo auf dem Bildschirm jetzt werden noch hoffentlich 2 Podcast-Folgen eingeblendet, die zu dem Thema ganz gut passen. Also zum einen die letzte Podcast-Folge, wo es darum ging, was Glaube eigentlich ist. Und zum anderen die erste Podcast-Folge, die wir aufgenommen hatten, und zwar zum Thema Abtreibung, weil es da einfach auch nochmal ein bisschen so um den Sinn des Lebens geht. Wir sind euch sehr dankbar, dass ihr da wart und wir wünschen euch noch einen schönen gesegneten Tag oder Morgen oder eine wunderschöne Nacht, wann auch immer ihr das hört. Tschüss!